Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich habe ein kleines Stückchen weitergespielt, wie ihr schon seht. Ja, und die Dudes haben schon fast meinen zweiten Agrarraum, nenne ich jetzt einfach mal den zweiten Agrarraum, fertig. Den habe ich diesmal mit isolierten Ziegeln gebaut. Und ich habe, und das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon gesehen. Achso, ich muss es mal wischen. Moment, geht gleich weiter. So. Forschung. Wo haben wir es da? Animal Control. Problem. Ich habe gesehen, dass wir das nicht einfach so herstellen können. Wo hatte ich das jetzt? Ich glaube unter Nahrung. Ja, hier. Animal Trap. Fehlende Ressourcen. Plastik. 20 Kilo. Das heißt, wir brauchen Plastik zur Herstellung. Und wir müssen Plastik herstellen. So Plastik müssen wir erforschen. Und das haben wir jetzt hier gerade. Plastik Manufacturing. Und dafür brauchen wir natürlich Öl, wir brauchen Wasser, Petroleum etc. pp. Also da haben wir uns ein kleines Ei mitgelegt. Also das ist leider eine Geschichte, die wir nicht mal eben so bauen können. Mal abgesehen von der Tatsache, dass ich hier noch nirgendwo Öl gefunden habe. Was zum einen bedeuten kann, dass was haben wir hier? Magnetit, okay, das wird uns nicht weiterhelfen. Was bedeuten kann, dass entweder Öl selten ist oder wir ein gewaltiges Problem haben, weil ich habe ja kein neues Spiel angefangen. Und ich befürchte, da ja Öl als solches ein neues Biom ist, dass diese Karte eben ohne Öl produziert, ohne Öl halt geschaffen worden ist. Und das ist natürlich das Problem, das heißt, ich müsste neu anfangen. Tja, das wäre jetzt so eine Sache. Ich spiele aber erstmal weiter, weil ich mir da eben nicht sicher bin. Ich gehe mal davon aus, dass wir tatsächlich Öl hier nicht auf der Karte drauf haben, weil die Karte wurde eben halt generiert. Ich weiß aber auch nicht, wie das jetzt ist mit diesen Bereichen, wo jetzt komplett schwarz ist. Ob wir da vielleicht Glück haben. Also deswegen baue ich erstmal pauschal weiter. Und dann schauen wir einfach mal. Eine andere Möglichkeit sehe ich gerade nicht, wo wir sonst Öl herholen können, das Lehm. Deswegen lasse ich das eben halt auch erstmal. So. Hier wird nochmal desinfiziert. Hier haben wir natürlich schön Kohlenstoffdioxid. Hier wird noch gebaut. Das ist gut. Hat eine Sauerei gemacht. Ja, weil wir auch zu wenig WCs hier haben. Ja gut, es liegt einfach daran, dass die einfach diese Wege nicht mehr gehen können. Das ist das Problem. Normalerweise ein so ein zentrales WC-System ist, glaube ich, gar nicht so schlau, sondern es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man mehrere WCs über die ganze gesamte Anlage verteilt. Ja, oder dann halt nur eine zentrale Wasseraufbereitung irgendwie baut. Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil im Prinzip, wenn die hier oben jetzt zum Beispiel zugange sind, dann müssen sie einmal quer durchs Lager durch, bis sie zum Klo können. Und wenn sie jetzt gerade beschäftigt sind, dann macht das jetzt nicht wenig Sinn. Also ich muss dann irgendwie mal sehen, dass ich da eine zentrale Wasseraufbereitung mache und dann eben die WCs dann schon verteilt. Ich muss mal gucken. So, Veredelung. Wir können jetzt eine Ölraffinerie bauen. Konnten wir eigentlich auch schon vorher, aber da könnten wir dann eben... Was können wir da? Was converts crude oil into petroleum and natural gas? Okay, das heißt, wir können aus Öl können wir Petroleum und natürliches Gas machen. Und aus Petroleum wird dann letztendlich Plastik. Das heißt, die beiden müssen wir auf jeden Fall schon mal in Reihe bringen. Oh, das ist aber, dafür müssen wir erstmal Öl haben. Und solange ich hier kein Öl finde... Oh, hier müssen wir auch unbedingt wischen. Damit uns zumindest die Hatches hier nicht wegknibbeln. Wir können zwar keine Tierfallen momentan bauen, aber wir sollten da trotzdem uns nicht die Hatches hier krepieren lassen. So... Das sollten wir auch so langsam mal aufbereiten, hier das Wasser. Ja, müssen wir auch mal so langsam angehen. Okay, das heißt, wir müssen es aufbereiten. Bauen wir das hier? Das könnten wir hier machen. Boah, da ist wieder so viel zu tun hier. Warte mal, wir könnten das hier wegfiltern. Ich überlege gerade mal. Da haben wir das Schmutzwasser. Wir müssen das eher, glaube ich, eher hier hinbauen. Das nützt alles nichts. Damit wir es nachher hier hinten hinfiltern können. Wir geben das da oben rein. Das macht aber auch keinen Sinn. Weißt du was? Wir bauen das hier unten hin.
Das ist eigentlich die Idee. Warte mal, wir könnten das pumpen. Funktioniert das so? Ausgang, Eingang. Warte mal, das könnte man... Oder müsste ich das eher hier hinten hinbauen? Eingang, Ausgang. Da könnte das, könnten wir das mit der Pumpe machen. Aber da ist, glaube ich, so hoch kommen sie nicht, oder? Wir setzen das irgendwo hier hin. Das macht aber auch wenig Sinn. Wir müssen es auf jeden Fall hier irgendwo reinpumpen. Wir müssen es auf jeden Fall filtern. Das heißt, wir müssen es da abpumpen. Das hier unten hin. Ah, ich versuch's einfach mal. Also, da haben wir den Eingang. Stress, hoher Stress. Ja, das weiß ich. 100% Stress. Ungekühlte Nahrungsforschung abgeschlossen. Das wissen wir auch. Sauerei gemacht. Ja, auch nicht so schön. Graben. Wir müssen es einfach mal riskieren. So. Warum ich das gerade so blöde baue. Warte mal. Totaler Blödsinn, was ich gerade mache. So. Das können wir mal abreißen, zerlegen. So. Dass wir hier unten den Filter reinbauen, dass er dann hier... Boah, für mich ist aber... Muss ich erstmal durchwühlen hier durch den ganzen Krempel. So, das geht nicht. Da haben wir einen Ausgang. Den müssen wir da hinsetzen, was nicht geht. Weil wir die beiden zerlegen. Dann müssen wir da die Pumpe hinsetzen, was er jetzt momentan natürlich noch nicht macht. So, mach weg. Kann doch nicht so lange dauern. So. Ein Rohr, das ist natürlich die Frage. Kriegen die das... kriegen das gesetzt? Da muss man mal gucken. So, das muss dann irgendwo hier rein. Beziehungsweise eher da rein. Das müssen wir eigentlich einmal außen rum bauen. Das ist eigentlich doof, aber... Eigentlich ist das doof, wie ich das gerade baue. Ich versuch's trotzdem mal. So. Können wir das filtern? Da geht's rein. Da wird's gefiltert. Geht das nach oben. Läuft da wieder raus. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Stromität. Den lasse ich mal laufen über ihn hier. Mist. Und vor allem hier haben wir nachher Chlor. Das finde ich auch nicht so witzig. Was haben wir hier denn schönes? Was haben wir dazu gekriegt? Oil well. Extracts crude oil using clean water. Erzreiniger. Auf Keimen, auf Erzen. Must be built atop an oil reservoir. Okay, das heißt, wir haben... Müsste also Öl müsste also theoretisch, wenn ich das richtig lese, so aussehen wie so ein Wasserreservoir. Nur dann halt in Schwatt.
Ja, ob wir das finden, das ist die große Frage. Ich weiß nicht, ob das dann stückchenweise zufallsgeneriert wird oder... Ja. Ich befürchte, wir müssen tatsächlich neu starten. Befürchte ich. So. Zack, zack. Zack, zack. So, da können wir eigentlich auch einfach nur eine Leiter runter machen. Das müsste auch reichen. Kommen die bis hier? Na, die kommen auf jeden Fall aber nicht bis da. Das ist bis auf die Ecke. Das ist doof. So, muss ich das so bauen? Ich baue das jetzt mal so. Ich will das jetzt mal so ein bisschen abgrenzen hier. Andere Möglichkeit haben wir momentan leider nicht. Ach so. Das ist ja auch doof, was ich gerade mache. Warte mal, das ist eine geile Idee. Warte, machen wir so. Das machen wir mal zu. Dann machen wir nämlich hier eine Leiter hin. So. Und zwar bauen wir die von da drüben ran. Da kommen sie nämlich auch da oben hin. Das ist ja ein sehr guter Vorschlag vom Duplikanten. Sehr gut. Hätte man natürlich... Ja, das ist... Na. Okay, hier haben wir wieder was zum Wischen. Wischen, Wischen. Da haben wir wieder zum Wischen. Da haben wir was zum Wischen. Da zum Wischen. Die gehen einfach nicht auf Klo. So, da haben wir auch nochmal ordentlich Wasser. Da haben wir Wasser. Da haben wir Wasser, da müssen wir gleich mal was anpflanzen. Ich werde hier einfach mal das ganze Lager markieren, weil ich sehe jetzt gerade auf dem ersten Blick nicht zwingend, wo überall Wasser ist. So, neuer Duplikant. 2 Stärke, 7 Kreativität, 2 Basteln, 4 Bauen. Das ist nicht schlecht. Mundarten mal finde ich jetzt aber doof. Weisen wir mal ab. So, Dekoration. Achso, das müssen wir ja... Ah, das müssen wir wieder erforschen. Nee, Moment, Mobiliar. Was wollten wir jetzt erforschen? Improved Air Systems. Improved Plumbing. Medical Research. Ich glaube, das sollten wir mal als nächstes machen. Improved Ventilation. Wo hatten wir... Die Gräber... Clothing. Das ist alles Plastik. Das bringt uns eigentlich momentan nichts. Wir machen mal Medical Research. So, und dann können wir mal hier oben gucken. Was können wir hier schönes pflanzen? Pilzspore 14. Dann machen wir Pilzsporen. Wollten wir ja eh pflanzen. So, Einstellung kopieren. Und das kopieren wir mal für alle. Zack. So, die haben alle keinen Strom. Warum nicht? Die haben keinen Strom. Über welchen läuft das? Achso, weil die... Oh, ah, sind alle aus. Kohle haben wir aber noch, ne? Machen dann langsam ab. Wir haben auch keine Hedges mehr. Müssen wir sehen, dass wir uns erstmal die Hedges hier erstmal einsammeln. Irgendwie auf irgendeine Art und Weise. Aber jetzt sind sie gerade erstmal hier zugange, hier die ganzen Nasenbären. Ach ja. Hat eine Sauerei gemacht. Hier ist doch das WC. Man muss doch merken, wenn man mal muss. Ja, das ist natürlich das Stressproblem gerade. Oh nein, nicht heulen. Ich glaube doch nicht alles kaputt. Wir kriegen das schon hin. Ich weiß, ich habe momentan viel zu tun.
weiß es. Aber wir sind bei 100% Immunität. Man. Ah, schon wieder noch mehr Wischen. Das ist unglaublich. Noch mehr Wischen. Achso, das können wir ja gar nicht. Das war doof. Das müssen wir unbedingt wegfiltern hier. Er macht kaputt und sie repariert dagegen. Auch nicht schlecht. Oh, das Wasser wird echt langsam knapp. Da müssen wir echt Gas geben. Baut doch mal weiter hoch. Was ist denn nun? Das Spiel war weg. Aber euch läuft es noch. Okay, sieht so aus. Es dauert natürlich. Ich warte auf Algen. Oh, 100 Kilo Algen, das ist aber auch echt heftig. Geschmackvolle Gedenkstätte. Wo hatten wir das denn drin, sag mal? Skulpturblock, leere Leinwand. Sink, was da denn? Removed germs from duplicants. Okay. Apotheke. Ach, geschmackvolle Gedenkstätte. Unter Medizin ist das jetzt. War das schon immer unter Medizin? Das war doch eigentlich immer unter Dekor, oder nicht? Ich sehe es eigentlich auch eher unter Dekor, weil, naja, ganz ehrlich. So. Ich sorge erstmal ein bisschen vor, würde ich sagen. So, Dekor. Natürlich haben wir leere Leinwand, haben wir natürlich momentan nicht mehr. Das ist natürlich doof. Lassen wir jetzt aber erstmal so, das müssen wir ein bisschen später erforschen. Was ich ganz gerne machen würde, ich würde natürlich schon ganz gerne Sinks bauen. Ach. Oh Gott, da müssen wir ja auch wieder Eingangsrohr, Gebäudeaufnahme. Ach, herrje. Ach, die werden da drin sozusagen geduscht, oder was? Oh, nee. Also da muss man wirklich sein gesamtes Lagerkonzept erstmal umbauen, sage ich mal. Also das ist ja... Wie sollen wir das denn? Das kriege ich ja hier gar nicht mit. Das kriege ich ja gerade gar nicht hin hier. Mann. Okay. Ich baue mal die Leitern hier ein bisschen fixer. Ich will hoffen, dass sie... Ja, weil wir müssen unbedingt das Wasser hier... Das Wasser unbedingt filtern, damit wir es da reinleiten können. So, das ist schon alles gebaut. Das ist in Ordnung. Jetzt fehlt im Prinzip ja nur noch der ganze Krempel. Da müssen wir uns mal eben rüberbauen. Nasse Füße, ja. Wischi, wischi. Pilze wurden natürlich noch nicht gepflanzt. Ist in Ordnung. Strom fehlt. Forschung abgeschlossen. Okay. Achso, hier ist auch noch mal Wasser. Mist. Muss mal alles schön wegfäulen. Und er pennt erstmal ein. Okay, alles klar, Perlane. Ist in Ordnung. Ach, hier muss auch noch mal Wasser. Oh, ich das alles immer übersehe. Na toll, dankeschön. Stress erbrechen. Nochmal wischen. Und hat er wieder gekotzt. Oh, Alter, hier geht mal langsam auf. So.
aufräumen. Müssen wir auch noch mal ein bisschen. Momentan stresse ich die Jungs und Mädels wieder ordentlich, aber nützt ja nichts. Oh, da ist auch wieder Wasser. Oh Mann, Leute. Überall erstmal neuen Priorität reingehauen, immer Gas, immer Dampf. Naja, aber ich wollte hauptsächlich eigentlich dieses verschmutzte Wasser eigentlich weghaben. Damit sie das hier Millionen mit einlagern können. Weil man ja gesehen hat, das blubbert hier schon so ein bisschen. Und ich habe da echt keine Lust, dass hier so wirklich so eine bescheidene Luft drin herrscht, wenn wir hier die ganzen Pilze hier haben. Ich weiß zwar nicht, ob die das stört, aber ich will es auch nicht riskieren. So, die bringen natürlich das verschmutzte Wasser nach unten. Wir müssen das Wasser hier so langsam wegpumpen, sonst wird das knapp. Kein Kabel verbunden. Ah, das ist natürlich auch super. Wie, kein Kabel? Was? Ich dachte, ich hätte es verbunden. Scheiße. Ein bisschen Wasser haben wir noch. Na, ein bisschen Wasser haben wir noch als Reserve. Wir müssen schon sehen, dass wir das so langsam weggefiltert kriegen. Dauert ja auch wieder ein bisschen, bevor wir das weggefiltert kriegen und dass dann das eigentliche Wasserbassin dann gefüllt wird. Da müssen wir so ein bisschen, ja, müssen wir schon gucken. So, die können wir mal auf Prio 6 wieder runterstellen. Block, block. So, was nun? Bauen jetzt das Ding noch fertig, oder? Okay, die Rohre haben sie auf jeden Fall fertig. Das ist schon mal sehr nice. Zerlegen. Dann können wir das eigentlich gleich wieder mal abbauen. Rohre sollten also alle fertig sein. Das ist also fertig. Wir müssen also hier nur ein bisschen Strom machen. Warte mal. Ja. Also, fertig. Ich hoffe, das funktioniert so. Doch, das sollte... Ah, braucht Sauerstoff. Das ist natürlich... Nützt ja nichts. Zerlegen. Ja, komm. Noch ein bisschen. Bisschen noch. Damit wir hier ein bisschen filtern können. Ein bisschen Kabel noch. Ja, ein Stück noch. Ein Stück noch. Ein Stück Kabel noch. Schaffst es. Komm, ein Stück Kabel noch. Ein Stückchen Kabel kriegt er doch da auch noch schnell hin. Bevor hier noch mehr Wasser reinkommt. Bitte. Ja, oh.
Nein, nach unten. Da muss er hin. Da muss er hin. Das kriegen wir wahrscheinlich wieder nicht gebacken, wa? Da jetzt. Ah. Sehr schön. So, er kriegt auf jeden Fall das Wasser, aber... Waterfiltermaterial, alles klar. Ah, jetzt fängt er an zu pumpen, sehr schön. So, einmal das Schmutzwasser wegpumpen und das frische Wasser oben reinpumpen, so soll er sein. Sehr schön, so will ich das sehen. So will ich das sehen. So, keine Forschung ausgewählt. Gucken wir mal. Was wollen wir denn mal? Liquid Tuning. Was können wir hier machen? Improved Plumbing. Air Systems. Artistic Expressions. Clothing. Clothing wollte ich eigentlich auch ganz gerne mal hin. Environment. Was ist das? Exosuits. Ah, okay. Dann machen wir erstmal Expression. Dafür, dass wir vielleicht mal ein paar Klamotten nochmal craften können. Das würde ich auch ganz gerne mal ausprobieren. Das habe ich auch bis jetzt noch nicht gemacht. Nasse Füße, natürlich. Huch. Ach, ich habe wieder... falscher Knopf. So, einmal. Auch wieder Wasser wegwischen. Ja, ein bisschen aufräumen müssen wir auf jeden Fall auch wieder ein bisschen, weil... Weil überall irgendwo irgendwas rum, das sieht natürlich auch nicht fein aus. So, davon haben wir drei, ein, da setzen wir auch noch einen hin. Strauch. Können wir noch einen Strauch setzen? Da haben wir schon einen Strauch, da machen wir nochmal einen Strauch hin. So, Pflanzen, Bob. Wischen, 9. Er muss auf WC, ja, natürlich, geh doch auf WC, Menno. Eine Sauerei, ja, natürlich. Ja, Stress hat natürlich 100%, ist klar, aber was soll ich auch anderes machen? So, Duplikantendrucker, schauen wir mal, 7 Graben, 5 Kochen. Nicht konstruktiv, das heißt, kann ich bauen, wäre eine Maßnahme. Schnarcher finde ich doof, bodenloser Magen ist auch doof, bodenloser Magen ist auch doof. 7 Gramm, 5 Kochen. Keimresistent, auch sehr schön. Nimm Bamib. Bamib bekommt einen richtigen Namen. Ich muss mal eben auf meine Liste gucken. So. Zack. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Den Stress müssen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen reduzieren. Aber es gibt ja auch eine Menge zu tun, so wie immer. Also, wie schaut es mit Medizin aus? Ach, Apotheke. Produces medicine to cure most basic diseases. Wo könnten wir denn das mal hinbauen? Oh, hier ist ja schon wieder jemand am Flennen und am Kotzen, Mensch! Deswegen müssen wir den Stress schon reduzieren, weil mir geht das echt auf den Pinsel. Aber nützt ja nichts. Oh, hier unten auch wieder, nässt sich wieder ein und... ich will nicht mehr! Verschmutzter Sauerstoff. Hier haben wir noch einen Verjünger mit drin.
Wir müssen den Stress reduzieren. Bilder können wir keine mehr hinsetzen, weil die aufgrund der Forschung eben noch nicht zugänglich sind. Apotheke, ja. Apotheke müssten wir eigentlich auch mal bauen. Da. Ich würde am liebsten eigentlich die Apotheke hier vorne irgendwo hinsetzen, damit das nicht so weit weg ist hier von den Krankenbetten. Oh Mann. So, wischen. Nochmal 9. Alles nochmal wegwischen. Hier nochmal alles wegwischen. Ja, hier oben natürlich nicht. Das war doof. So. Oh, hier auch Wasser. Hier war auch Wasser. Ja, kotzt doch wieder überall hin. So. Das sieht gut aus. Das kann man machen. Oh, nein. Wir müssen Stress reduzieren. Kohle geht auch... Naja, geht nicht zur Neige, das nicht. Aber man sieht, dass es so langsam runtergeht. Ja, ja, genau, genau. Geh zu den Pflanzen und kotz da rein. Jetzt dreh am besten um und geh weg. Ja, war klar, war klar. War klar. Nicht die Sauerei selber wegmachen oder mal... Nein. Wir müssen da, wo das Essen angebaut wird, da müssen wir reinkotzen. Ist klar. Ist logisch. Oh, der eine baut jetzt schon die ganzen Grabstätten. Nahrung verfault. Mhm. Klatschnass. Ja, ist klar, wenn du da voll gekotzt wirst. Achso, okay. Na gut, dass wir hier eine Filteranlage drin haben. Kommt hier noch genügend Wasser durch, oder? Naja gut, er braucht natürlich auch immer einen Augenblick. Aber zumindest kommt da Frischwasser an. Das ist ja schon mal gar nicht verkehrt. So kann das Wasser theoretisch erstmal nicht ausgehen. So, jetzt sind sie alle wieder schön am Pennen. 10 Stück, 9 Betten hatten wir ja, glaube ich, ne? Da muss ich also auch da nochmal ausbauen. Boah. Oh, wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Ihr sagt aber auch nicht Bescheid. Das ist ja unglaublich. Naja, gut, dann schon wieder eine etwas längere Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, ich bin noch so ein bisschen am Rumtüfteln hier, weil wir müssen ja, wir müssen noch ein bisschen umbauen, eigentlich erweitern noch und es gibt hier noch einiges zu tun, noch einiges auf dem Zettel, aber ich befürchte, wir müssen tatsächlich schon wieder neu starten. Das würde ich dann aber höchstens erst beim Update, also beim offiziellen Update machen. Weil ich befürchte tatsächlich, dass wir hier keine Ölvorkommen haben. Also, naja, und man darf ja auch nicht vergessen, die Anlage war ja von mir etwas anders konzipiert, wenn man dann da halt von konzipieren reden kann, weil ich wusste ja nicht, dass ein Öl-Update kommt. Ne? Und deswegen habe ich ja nur erstmal das als Preview, als Öl-Preview habe ich das erstmal mit eingebaut. Aber ich glaube, beim nächsten Mal müssten wir das tatsächlich ein bisschen anders aufbauen. Obwohl, naja, was willst du da groß anders machen? Was willst du da groß anders machen? Wir müssen ja trotzdem immer wieder ausbauen, immer wieder machen und tun. Ist alles nicht so einfach, aber naja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Wie gesagt, schön, dass ihr da wart und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oxygen Not Included wieder. Macht's gut. Tschüss.